klickli zaidische Frau, was hat geschrieben ein Buch im 17. Jahrhundert. Und alles, was wir wissen wegen mir, ist geschrieben in dem Buch. Oder ein kurzer Porprot im Moschen, wenn sie ist gestorben oder kleine Sache. Das ist sehr eine äußergewöhnliche Sache, weil wir haben nicht in der ganzen aschkenasischen Kultur, von Oneb bis ihr, haben wir nicht keine Autobiografie. Das haben wir keine Namen, Pizza, Autobiografie, fünf Seiten, aber da ist ein Buch, 330 Seiten in dem Manuskript. Eine Frau hat sich eine Wegesetzung geschrieben, nicht Autobiografie, sich reines, nur sich reines. Und der Buch, das Buch ist nicht in ihrer Handschrift. Wir haben zwei Kopien, was einer von ihren Kindern hat gemacht. Und sie, die zwei Kopien, die zwei Abschreibungen sind gekommen, seinen der Gang zu einem, ein Professor, ein jüdischer Gelernter, und er hat herausgegeben den Text. Der Pfarrer weiß mir wegen ihm. Hat übergesetzt in verschiedene Sprachen. Doch von dem Buch, der wissen wir sicher, dass die Frau ist geboren geworden im mitten 17. Jahrhundert, darum 1645 in Hamburg. Sie ist nicht kein Tagebuch von einem Mädel, ja, was hebt an und geht mit dem Tagebuch. Der Tagebuch begleitet ihr Leben. Nur das ist eine Frau, was beschlossen zu schreiben, ihre sich reines noch ein Teut von ihrem Mann. Und es ist sehr interessant zu sehen, warum sie sagt, Gedei nicht einzufallen in melancholische Gedanken. Okay. Also, ich habe nicht gekannt schlafen, lege ich aufstehen bei Nacht und geschrieben das. Sie weiß nicht, was sie schreibt. Sie hat nicht keinen Namen, nicht sich reines, nicht Autobiografie, nicht mein Leben. Das.